Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und ihr seht schon, hier stimmt was nicht. Hier fehlt ja was. Die Säule ist kaputt. Das ist noch von der Creeper-Explosion. Na, das ist noch von einer Creeper-Explosion. Und ich glaube, Gitter habe ich auch. Ich bin nämlich gerade dabei, hier so ein bisschen die Schmiede, die Rüstungsschmiede Rammstein zu renovieren. Hier ist alles gut, ne? Ist alles gleich jetzt, oder? Ja, ja, ja. Jetzt ist alles wieder gut. Es können uns auch keine Dorfbewohner hier mehr reinrennen. Ist nicht passiert, aber hätte ja passieren können, ne? Ah, hier fehlen noch die Haken. Wie war nochmal das Hakenrezept? Da war doch ein Haken dran, oder nicht? Wie war denn das nochmal? War das irgendwie so? So und so? Nee. Nee, nicht ganz, ne? Ich habe mir das irgendwo mal... Ah, wie war nochmal das Rezept für die verdammten Haken? Komme ich jetzt nicht drauf. Verdammt. Arg. Ich habe, apropos Rezepte, ich habe hier mal Rezepte aufgehängt. Da sollte ich ja vielleicht auch das Hakenrezept hinmachen. Von einzelnen Rüstungsteilen. Das sind ja die Rüstungsschmiede Rammstein. Hier ist natürlich, da müssen wir noch beschriften dann. Hier ist der Helm. Hier ist, sind die Schuhe. Das ist die Hose. Also, ne, der Beinschutz, Lendschort, Beinschutz. Und hier ist der Brustpanzer. Und hier ist der Amboss. Und hier sollte wahrscheinlich irgendwo noch dann auch für die Haken das Rezept, denn vielleicht haben wir hier noch Haken. Ja, Alfredo Geheim ist unser neuer, Superhörni-Champ. Das ist sehr gut. Grust vielleicht. Ne, ich sehe keinen Haken. Alles Mögliche. Oh, hier sind noch zwei Lapis. Die können wir gleich noch in die Endertruhe packen. Wir haben zwei Endertruhen hier übrigens, weil ich die vergessen hatte. Ich habe nämlich, ihr seht ja, 34 Level. Da habe ich Kohle für abgebaut. Also die ganze Kohle, die wir von der Höhlentour mitgebracht haben, habe ich jetzt hier. Hier war auch noch welche drin. Und hier ist sowieso welche drin. Und das ist unser Gold, was wir errungen haben. Und dieses Gold hier war noch in der Rüstungsschmiede. Das müssten wir eigentlich bis auf ein Stack. Wir lassen ein Stack mal hier. Pass mal auf, wir machen das mal so. Oder wir machen das mal so und so. Und das Gold lassen wir ein Stack hier für Verzauberung, würde ich sagen. Oder für goldene Rüstung oder sonst was. Das andere kommt alles in den Hundsgraber Staatsschatz natürlich. Hier ist unser ganzes Eisen und auch noch Gold. Verdammt. Noch mehr Eisen, das lassen wir auch hier. Das kommt nämlich hier in die Eisenkiste für die Rüstung. Wir könnten natürlich jetzt auch noch sagen, wir machen noch aus dem Eisen machen wir erstmal noch Klopse. So, zumindest hier nochmal so ein paar. So, zack. Haben wir keinen Platz mehr frei, ne? Ja, ja. Schon wieder alles voll gegrustet. Aber es kommt ja vielleicht wieder weg. Okay, dann machen wir nämlich hier. Zack. Das passt nämlich ganz genau. Dann haben wir hier unsere Eisen. Und das Resteisen kommt dann hier rein. Eieiei, kompliziert, oder? Was haben wir noch an Eisen? Wir haben hier noch ein. Hier habe ich jetzt alles rausgenommen gehabt, ne? Ne, da sind noch 33. Die heben wir uns auf und die kommen dann noch rein. Genau, so wird ein Schuh draus. Und wenn es ein Fuhrmann-Schuh ist. Alter Schwede, also Eisen. Hier haben wir ein 64er-Stack, das ist der Hammer. Hier haben wir 6 Eisenblöcke, das ist richtig viel. Gold haben wir auch richtig viel. Und gleichermaßen habe ich auch nochmal den Verzauberungsraum so ein bisschen erweitert. Habe mir nochmal eine Endertruhe geholt. Die habe ich hier hingesetzt. Da habe ich noch nicht gewusst, dass wir da vorne auch eine Endertruhe... Also ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ganz einfach. Aber hier ist jetzt auch eine direkt am Zaubertisch. Hier habe ich noch mal ein paar Bücherregale hingepflanzt. Da hatten wir noch welche hinten vom Hundsgraber Boten. Hier habe ich mir schon überlegt, ob ich hier noch mal so eine Goldtruhe oder sowas hinstelle. Aber mal sehen. Also Verzauberungstisch haben wir hier. Endertruhe haben wir dort. Wir haben hier einen Amboss. Also man kann hier komplett verzaubern. Das ist eigentlich ganz cool. Und wir müssen noch was verzaubern. Nämlich unsere hier Haltbarkeit. 3 Glück, 3 Effizienz. Die ist ganz schön runtergegangen nach dem Kohleabbau. Die müssten wir eigentlich mal reparieren. Und da können wir jetzt ja zu der Endertruhe gehen, uns da 3 Diamanten rausnehmen. Wir haben immer nur ein paar, ne? Also die meisten Hundsgraber-Diamanten sind auf der Bank natürlich, wo sie sicher gelagert sind vor jeglichen Zugriff. Okay, machen wir mal 3 und dann das Ding hier rein und dann, ja, ist es fast wie neu für 6 Level. Das ist ganz gut. Zack, reparieren wir die und dann packen wir sie in die Endertruhe. Da ist am besten aufgehoben. So, ab in die Endertruhe damit. Hier ist auch unsere Haltbarkeit und Behutsamkeit drin. Ist auch sehr gut. Die ist aber noch fast wie neu. Und unsere Haltbarkeit, Effizienz ist auch fast wie neu. Dieses Ding könnten wir nochmal reparieren. Oder wir könnten noch was verzaubern. Das heißt, wir haben jetzt 29 Level. Arg.
29. Ist natürlich ein bisschen wenig. Aber wir könnten ja noch dann sagen, ja, die behalten wir erstmal. Hier haben wir noch eine Eisenaxt. Wir haben noch so viel Krams in den Taschen. Achso, hier hinten habe ich einen kleinen Holzraum eingerichtet. Der ist eigentlich nur dafür da, für die Stiele, für die Waffen und so. Aber ist ja eigentlich eher eine Rüstungsschmiede. Hier ist ein kleiner Holzraum nochmal. Hier kann man auch nach draußen. Und ich habe hier schon mal, sind sogar schon gewachsen. Holz angepflanzt, beziehungsweise Bäume angepflanzt. Da ist der nächste gewachsen. Das werde ich bei der nächsten Gelegenheit dann mal abernten. Genau. Okay, das hätten wir alles. Und hier ist ein Ei. Und was zum Teufel soll ich denn mit diesem Ei? Und ne, hier oben ist halt auch noch eine Endertruhe. Die hatten wir ja, die steht oben im Verkaufsraum. Zack, und da können wir mal hier unsere... Ah, na gut, zwei Lapis. Hm. Können wir auch in der Tasche behalten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück zur Heldensiedlung. Hier ist auch noch ganz viel Krust drin, ne? Holzkrust. da kommen mal die Regale hin zurück. Dann haben wir hier 30 Stück. Die werden wir natürlich auch wahrscheinlich auch noch bei der Siedlung gebrauchen. Und hier ist auch noch allen möglichen Krams vom Bau, wie schon gesagt hier, ne? Kunstgraberboote, den haben wir vor einigen Folgen zusammengebaut. Ich habe mit den Dorfbewohnern ein bisschen gehandelt und guck mal, hier sind schön Schwarzeichenbäume entstanden. Das ist auch gut. Die können wir dann auch bei Gelegenheit, also gleich, mal fällen. Hier den Weg müssen wir noch schicker machen. Und die Dorfbewohner haben hier langsam angefangen, diese Siedlung für sich zu entdecken. Ihr seht schon, hier ist richtig was los. Mal gucken, was oben los ist. Ich wage fast gar nicht, hier oben hoch zu gucken. Alter, ne. Ey, was wollten ihr alle hier? Da muss ich erstmal welche von rauslassen. Aber die produzieren immer noch, ne? Das wird immer noch... Ja, lassen wir sie erstmal da oben drin, ne? Weil dann gehen sie jetzt hier nicht auf den Zeiger, würde ich sagen. Alter, was war denn da los? Das kommt hier durch die, ne? Ihr wisst schon. Ja, Heldensiedlung. Habe ich auch was gemacht. Aber allerdings unterirdisch. Denn ihr habt ja geschrieben, macht doch bitte ein Dungeon unten hin. Da habe ich mir schon mal so Kopfgedanken gemacht für dieses Dungeon. Warte mal. Ganz kurz, Kiste entkrusten. Also, Inventar entkrusten. Die beiden Schallplatten. Die müssen eigentlich zur Bürgermeistervilla. Arrk. Die 19 Steaks können wir mal braten. Hier haben wir auch noch Kohle. Ich habe mir jetzt gar keine Kohle mitgenommen. Das war ziemlich dämlich, nämlich. Aber hier, das Papier kann man weg, das kann man weg. Pfeile können wir mal 14 Stück hier reinpacken. Das ist Sand. Kommt eigentlich hier hin. Ja, Steine ist das eigentlich. Aber können wir mal hier hinpacken. Könnten wir dann nochmal zu Glas machen. Hier haben wir ein bisschen Krams. Hier ist auch noch Krust. Wir haben ja auch noch hier ganz viel Krams. Ah, warte mal. Wir haben auch hier noch unsere 5 Diamanten. Und die ganzen, den ganzen Redstone. Und hier ist auch noch Gold. Alter Schwede. Gold muss natürlich auf die Bank, ganz klar. Was wir alles so mit uns rumschleppen, ist manchmal echt schon sehr bedenklich. Ich packe die erstmal hier in die Platten. Vielleicht brauchen wir sie noch hier bei der Siedlung. Hier haben wir auch die drei Sättel, die wir eingesammelt haben. Und die Uhr, alles noch von der Höhlentour. Und ganz viel Erde. Die kommt aber nicht hier rein, die kommt eigentlich hier drüben hin. Aber wir wollen ja was zusammen bauen. Und 50 Setzlinge, Schwarzeichensetzlinge, cool. Erde kommt nämlich hier hin. Hier ist nämlich auch noch eine versteckte Kiste hier unter. Hier. Hier ist die ganze Erde drin. So, du kommst mal hier rein. Ja, ich habe unten noch mal was angefangen. So ein bisschen zumindest. Einen halben Stack nehmen wir uns. Immer ein bisschen Erde auf der Tasche haben. Hier geht's runter. Das wisst ihr ja. Hier ist noch offen. Das muss noch alles zugemacht werden. Hier wird dann ein Gang runtergehen mit einer Leiter, die wir noch anbringen müssen. Und hier geht der offizielle Gang runter. Ich habe das hier mit Gartentoren gesichert, damit mir hier keine Dorfbewohner reinrennen. Hier wird die Spawn-Area sozusagen entstehen. Also hier wird der Dungeon, der unterirdische Dungeon unter der Heldensiedlung Heldenheim entstehen. Das Ding ist 30x30. Ne? Geht also bis da hinten und dann müssten wir auch noch einmal wieder zurück. Und hier, das muss noch alles raus. Ist noch viel Arbeit. Und ja, genau. Und 2 hoch soll das Ganze werden. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein bisschen wieder was einziehen. Oh, es wird dunkel, sehe ich. Eieieiei. Man sieht auch auf der Minimap, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Es wird dunkel und im Dunkeln ist gut munkeln. So, schnell raus hier wieder. Also da unten, ne? Ich habe das so geplant. Erzähle ich euch gleich. Erstmal schlafen.
Alles nach der Reihe. Ich habe das so geplant, Schluck Kaffee getrunken, dass ich erstmal diese ganze Etage mache, also 30x30 freibuddle. Wir wollen zur Bank. Wo wollen wir hin? Zur Bank natürlich, klar. Freibuddle. Und dann sozusagen Gänge da reinmache, die 3 tief sind und 3 breit. So, und diese Gänge ziehen sich durch diese Spawn-Etagen durch. Da kommt dann eine Etage nach der anderen. Und die sind unten mit Wasser gefüllt. Ja, mit Wasser, damit uns die Creeper nicht alles in die Luft sprengen, wenn die da runterspringen. Und der Held muss dann sozusagen diese Gänge durchqueren. Es wird kein Labyrinth, sondern es werden so Gänge, wo man dann, wenn man ganz durch ist, sozusagen am Ende dann wieder rauskommt und dann über diese Leiter wieder nach oben. So ist der Plan. Und von rechts und links und von überall können die Monster von oben runterfallen. Der Held sieht sie erst sozusagen, wenn sie vor ihm sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar ein bisschen schwer wird. Ich wollte doch eigentlich zur Bank. Verdammt. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar ein bisschen schwer wird, sich da durchzusetzen. Die Bank, johe, die Bank, johe. Aber wir werden es sehen. Wir werden das natürlich testen. Dann natürlich ohne Level. Besser ist das. Ah, hier. Schöne Bank. Gefällt mir immer wieder, wenn ich hier reinkomme, ist immer wieder schön. Steht auch noch Endertruhen. Ich glaube, wir haben jetzt auch keine Endertruhen mehr. Okay, hier runter. Ach ja, hier ist auch noch ein bisschen Potenzial. Hier könnte man so eine Glasscheibe reinsetzen. Und dann hier so ein paar Erze verstecken. So als kleiner Höhlenanschauungsraum. So, wo ging es jetzt hier rein? Ist gar nicht so leicht zu finden. Hier. Hier ist unser Hundsgraber Startschatz. Hier ist wieder eine Endertruhe. Hier ist noch ein Sattel drin. Das ist ganz ausgezeichnet. Und hier sind unsere ganzen wertvollen Sachen, die vorher in der Endertruhe waren, sozusagen. Die Diamanten müssten jetzt eigentlich hier rein, wenn ich sie mitgenommen hätte. Was haben wir hier überhaupt noch alles so drin? Alter Schwede, hier haben wir noch fast zwei Stacks Diamanten. 5 Enderaugen. Hier ist auch der Wizard-Schädel und das Drachenei. Also ist wirklich hier unser Startschatz. Hier sind auch nochmal 64 Eisen und hier sind nochmal 15 Blöcke, Diamantblöcke. Unser ganzes Gold ist aber hier hinten, glaube ich, irgendwo. Ah ne, hier haben wir, okay, das müssen wir alles nochmal ein bisschen besser kennzeichnen, oder? Das ganze Gold, wo ist denn das ganze Gold überhaupt? Hier ist das, ist klar. Da muss doch mal das Gold rein, oder nicht? Ja, okay, das ist das Gold hier. Ach so, na gut, das ist das Gold der kenterten Zwerge. Hier ist das, hier muss das Gold rein auch. Ne, hier muss unser Gold rein. Wir haben also Gold ohne Ende, eigentlich, könnte man fast sagen. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen mehr. Packen wir das jetzt hier hin? Ja, das ist wieder, ich habe mir über 1000 Sachen Gedanken gemacht, darüber natürlich wieder nicht. Wir haben einmal hier eine Truhe. Hier könnte auch das Gold mit rein, oder nicht? Wenn hier unser gesamter Startschatz drin ist, eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier so dämlich aufgeteilt habe, völlig unübersichtlich. Ha! Okay, Freunde, ja, das war sehr laut, Entschuldigung. Manchmal weiß man nicht, manchmal wissen sie nicht, was sie tun. Hier kommt Lapis rein. Lapis haben wir auch sehr, sehr viel. Wie ihr seht, okay, das müssen wir so machen. Wir werden nicht alles in Blöcke verwandeln. Lapis. Dann kommt hier das rein. Okay. So. Dies könnten wir noch eine Etage nach oben bringen. Die 3 goldenen Pferderüstungen. Wir haben auch, glaube ich, eine Diamanten, die ist aber, glaube ich, in Gebrauch. Die Sättel können hier hin. Und dann kann auch hier unser Gold hin, theoretisch. Und auch praktisch. Und wir hatten auch Goldblöcke gemacht, oder? Nee, gut, so viel Gold hatten wir doch noch nicht. Alles klar. Aber ich dachte, ich hätte das Gold auch hier. Na gut, okay, das Gold ist auf der Bank, alles ist gut. Wir nehmen den Hinterausgang, ja, und jetzt verliert das Ganze seinen Zauber, weil man hier hinten raus kann. Ja, ich weiß. Okay, Freunde. Super Hörni Champion ist also Alfredo geheim. Das ist auch total gut und gar nicht mal geheim. Und er wird bald bei uns sein. Und das reimt sich alles total. Und was sich reimt, ist ja auch bekanntlich gut. Was haben wir hier noch? Gucke mal gerne mal wieder in diese Kisten, die überall rumstehen. Die ist eigentlich totaler Quatsch hier. Können wir eigentlich mal wegreißen. Kriegen wir das ganze Zeug mit? Oh, fast. Können wir mal irgendwo Schöneres hinbauen. Unsere Krustkiste. Wo packen wir die mal hin?
Ja, das ist, wenn man sich so viele Gedanken macht und dann doch nicht. Ich glaube, wir haben doch hier hinten auch noch irgendwo eine Grußkiste. Da hatten wir doch immer, ne? Hier war auch irgendwo noch ein Raum, wo Kisten drin waren. Ich bin mir ziemlich sicher. Der war es nicht. Der war's. Ah, guck mal, hier ist noch eine wunderschöne Grußkiste und ein Bett. Da können wir jetzt doch mal hier so machen. Zack und zack. Und dann machen wir hier einfach mal alles rein, was keinen Namen hat. So, das hier, das hier. Es ist eine reine Krustfolge irgendwie, habe ich so den Eindruck. Guck mal, was hier alles rumflattert schon wieder. Die Eimer, naja, die Eimer, die können wir mit zum Heldenviertel nehmen. Dann hier sowas, ne? die 5 Stufen. Ja, ist doch gut. Katze. Das war aber eine Minecraft-Katze, nicht eine reale, menschenfressende Katze. Ja, hier ist ganz schön wenig los, ne? Die Bürger ziehen sich immer so in eine Ecke zurück, habe ich so den Eindruck. Den Kies, den behalten wir auf jeden Fall, denn den können wir gebrauchen. Okay, wollen wir das alles mal hier in die Wohnung rein? Das merkt ja keiner, ne? So, zack und zack. Ja, damals, wo der Tomcat bei uns war, hat er sehr viel entkrustet hier. Bei uns, sehr viel. Aber halt nicht alles. Eisenaxt brauchen wir gerade nicht. Und Eisenschaufel brauchen wir auch nicht. So, jetzt ist ja auch mal wieder ein bisschen was los in der Bude. Und wir machen uns auf den Weg zurück zum Heldenviertel. Ich weiß, ich verdödel viel Zeit immer, ne? Ah, kurz an der Nase gekratzt, wenn die juckt, da muss man auch kratzen. Zum Heldenviertel. Da machen wir jetzt weiter in der nächsten Folge. Und auch hier hinten muss alles noch gelb werden. Denn hier hinten, zeige ich euch gleich, ist ja unsere Schenke. Ja, wir haben ja hier schon die Häuser begonnen. Und hier ist die Schenke zum letzten Helden. Natürlich, wollten wir sie nennen. Und die ist so richtig schön verwinkelt. Und wir haben... Habe ich gerade eine Schaufel eigentlich weggepackt? Das war ja richtig schlau, ne? Hier ist noch Erde. Das muss jetzt alles ersetzt werden. Schön durch Cobblestone. Und dann werden wir hier eine richtig schöne Kellerschenke reinmachen. Zack. So. Da müssen wir uns noch überlegen, wo genau der Schankraum hinkommt und so. Ja, und nebenbei werde ich da unten immer am Heldenkeller weiterbauen. Also am Helden-Dungeon sozusagen. Ist alles richtig so? Ich glaube ja. Hier können wir dann überall Beleuchtung reinmachen. Das ist schon ganz gut. Und hier oben kommt dann sozusagen... Hammer? Ja, Hammer. Kommt ja dann... Es wird ein ganz schön verwinkeltes Ding, ne? Unsere Schenke. Hier ist so eine blöde Ecke, weil das hier über Kreuz geht. Aber man kann das natürlich so lösen. So, und so. Ich höre schon wieder kleine Dorfbewohner. Die werden sich da bestimmt auch für interessieren, was wir hier machen. Also für diese Schenke. Und hier, das ist total dämlich auch. Was macht man hier? Weil hier geht's genau auf die Tür zu. Ha. Tür zu. Okay, machen wir nur so sporadisch ein paar. Ah, warte mal. Passt das? Das müsste passen hier, ne? Ja, das Problem ist, ne? Oh, oh. Moment. Ich sehe gerade etwas. Ich sehe gerade... Seegras was? Also Seegras... Naja. Wir sind nämlich hier zu tief eigentlich. Denn da ist ja das Fenster. Das hieße ja... Okay. Passt mal auf. Hier ist das Fenster. Das heißt, hier wäre der Fußboden... Sozusagen von der anderen Bude. Das würde wiederum heißen, wir müssen hier erstmal das Zeug einsetzen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Wir brauchen also, was brauchen wir? Gelben Ton, gelb gefärbten Ton. Ich weiß, ich habe gerade in irgendeine Kiste gelb gefärbten Ton gepackt, ne? Ton, ach, warte, genau. Lehm haben wir hier. Lehm haben wir hier. Nein, Lehm haben wir extra Kiste. Das ist immer so ätzend, wenn man dann nach langer Zeit erstmal wiederkommt. Ah, hier. Zack, gelber Lehm und, ja, 2 Stacks sollten reichen. Den packen wir uns jetzt mal hier hin. Dann machen wir das immer fertig. Das wird die Grundsatzarbeiten erstmal haben, die grundsätzlichen Arbeiten. War hier, ne? Hier hat das noch gefehlt, genau. Und dafür braucht man dann immer die Erde. Das Bett kommt ja immer hier hin. Da drüben ist die Hölle los im, in unserer Pommesbude, also unserer Kartoffelhelden, heißt das Ding ja. So. Und dann machen wir hier nämlich, wir hatten noch immer ein Fenster hier drinnen, ne? So und so. Und so. Jo. Genau. Dass wir da reinkommen. So, ne? Ist richtig. Und dann kommt hier noch einer hin und fertig.
So. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die Etage überhaupt machen. Hier ist ein Vierer. Warum ist denn da ein Vierer? Okay, da dürfte dann kein Fenster reinkommen. Hier ist ein Dreier. Das Dreier ist immer gut. Dreier passt auch immer. Sehr gut. So, das hieße hier oben einmal durch. Dann, stopp. Es wird schon wieder dunkel. Ist die Folge? Oh, oh, das tut mir leid. Haben wir wieder ein bisschen verdödelt. genau, dann so und hier. Und das gleiche dann nochmal hier. Das machen wir noch schnell, schaffen wir noch, oder? Gerade so. Kommen wir da oben dran? Wäre schön. Zack, zack und zack. Das eine Fenster kriegen wir noch fertig, bevor wir schlafen müssen. Ah, immer bis zur letzten Sekunde arbeiten, ne? Das ist so. Hier hinten die Wege müssen wir auch noch schöner machen. Sonst wird das alles nischt. Nischte. Schnell schlafen. Hui, ganz schön spät geworden. Schatz, ich komme nach Hause, ist ganz schön spät geworden. Was trinken muss ich auch. Ja, und damit sind wir eigentlich schon wieder durch für diese Folge. Und ja, morgen geht's dann weiter. Hier an der Heldenschenke. Und ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.